Hi Leute, hier ist Ellie und ich spreche zu euch vom 1. Dezember. NaNoWriMo ist vorbei. Es hat mich sehr viel Energie gekostet, aber ich bin sogar fertig geworden. Ich dachte mir, ich werde kein Video drehen, wenn ich die 50.000 habe, aber stattdessen zeige ich euch einfach mal. Die 50.000 habe ich am 24. November erreicht. Und jetzt, gestern, habe ich 62.510 Worte. Ich habe weitergeschrieben, weil meine Story noch nicht zu Ende war. Weil die 50.000 nicht genug waren. Oh mein Gott, das Licht ist gerade richtig schlecht geworden. So, ich habe versucht, das Licht ein bisschen anders zu machen, aber die Qualität ist immer noch total schlecht. Aber ja, was ich sagen wollte ist, auch wenn ihr die 50.000 Worte nicht geschafft habt, es ist okay. Ihr habt euch vielleicht ein eigenes Ziel gesetzt, was vielleicht ein bisschen weiter unten liegt. Aber auch wenn ihr nur angefangen habt. Super, ich meine, das Schwierigste erstmal ist, sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache das. Sich hinzusetzen und zu sagen, ich werde meine Zeit nutzen, um zu schreiben. Ob das jetzt für euch, ob sich das für euch wie ein Erfolg anfühlt oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es sollte ein Erfolg sein. Weil ihr euch entschieden habt, Zeit zum Schreiben zurückzulegen, ein wenig Platz in eurem Leben zu machen. Und ich sag dazu nur Respekt, also es hat mich eine Weile gekostet, bis ich gesagt habe, okay, ich versuche den NaNoWriMo. Was ich jetzt tun werde, Dezember und weitergehend, ich werde erstmal anfangen, Höllenkind zu bearbeiten, zu korrigieren und alles, mich ein bisschen mit ein paar Plot-Sachen zu beschäftigen, die mir aufgefallen sind. Nicht zu viel, ich war ziemlich glücklich mit dem Plot. Ich werde erstmal mit der anderen Story weitermachen und dann wieder zu Sagria, also zu der Story, die ich diesen Monat geschrieben habe, zurückkehren und da ein bisschen bearbeiten. Ich werde so ein bisschen abwechseln, damit ich nicht zu lange an einer Story festhänge und dann wieder, ihr wisst, was man sagt, wenn man eine Story geschrieben hat, sollte man erstmal ein bisschen Abstand nehmen und dann wieder reingehen, weil man dann besser merkt, was nicht funktioniert. Und deswegen möchte ich das ein bisschen abwechseln, damit ich nicht dieses Gefühl wieder kriege, dass ich wieder da drin bin und dann wieder die Perspektive verliere. Das ist ein bisschen kompliziert gerade, aber ja, ich werde wahrscheinlich nicht so viel schreiben in den nächsten Monaten und mich mehr auf das Bearbeiten konzentrieren. Ansonsten, ich werde auf jeden Fall für den nächsten NaNoWriMo-Videos machen wieder. Wieder auf Deutsch und auf Englisch wahrscheinlich. Und dann dazwischen werde ich vielleicht wahrscheinlich ganz normale Videos über Schreibtipps und alles Mögliche machen. Und ja, ich bin zwar noch nicht, also ich habe zwar noch kein Buch rausgegeben, aber ich habe schon zwei fertig geschrieben. Also hoffe ich, dass ich wenigstens ein bisschen qualifiziert bin. Wenn nicht, dann sag's mir einfach. Aber ich werde auch keine Tipps über, wie ihr, also keine Tipps darüber geben, wie ihr am besten berühmt werdet oder sowas. Natürlich nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Ich werde einfach nur versuchen, ein bisschen über den Schreibprozess zu reden und Sachen über die, von denen ich Ahnung habe. Und ja, deswegen. Wenn ihr nur meine NaNoWriMo-Videos seht, dann sehe ich euch nächstes Jahr. Und wenn ihr meine anderen Videos seht, die wahrscheinlich Schreibtipps sein werden oder sonstiges, und meine Reaction-Videos, aber wenn ihr die seht, werdet ihr wahrscheinlich eher die englische Version von diesem Video sehen. Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung von. Dann sage ich erstmal ciao. Bye. Bis zum nächsten Video.